Liebe Gemeinde, die Glocken rufen uns zum Gottesdienst. Lasst uns diesem Ruf folgen und uns in die Nähe Gottes rücken. Mitbringen dürfen wir alles, was uns bewegt. Das Erschrecken über das, was in den letzten Tagen in unserem Land geschehen ist. Unsere Angst und unsere Hoffnungen, unsere Fragen und Bitten. Vor Gott sind wir eine Hausgemeinschaft. Das besagt der Wochenspruch für die kommenden Tage. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Lasst uns in diesem Sinn miteinander Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte des 25. Psalms. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Lasst uns beten. Treuer und barmherziger Gott, hier sind wir, angewiesen auf deinen Trost und deinen Beistand, angewiesen auf deine Führung. Wir strecken uns nach dir. Wir sind erschöpft und ratlos. Lass uns dein Wort hören und stärke unseren Glauben. Mach uns mutig und besonnen. Schüre die Hoffnung für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für unser Land. Dies bitten wir dich im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Beim Propheten Jeremia lesen wir:
Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Lasst uns gemeinsam mit allen Christen weltweit das Bekenntnis unseres Glaubens sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Tagen sind meine Gedanken hin und her gegangen. Von den Ereignissen in KwaZulu-Natal zum Predigtext, vom Predigtext zu den Erzählungen eines Freundes in Harburg. Ich kann heute Morgen nicht mehr als Sie oder euch auf meine Gedankenreise mitzunehmen. Der Bibeltext für heute steht im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel und führt uns in das 9. Jahrhundert vor Christus. Und zu der Zeit ist Israel gespalten in das Nordreich und das Südreich. Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Glaubens leben zusammen. Da sind die Israeliten, die an den Gott Jahwe glauben, den Gott des Mose, und die Kananäer, die den Wetter- und Fruchtbarkeitsgott Baal verehren. Zeitweise geht alles gut. Dann kommt es immer öfter zu Spannungen. Es kommen Herrscher an die Macht, denen es gelingt, diese Spannungen auszugleichen. Und dann wieder Herrscher, die die Differenzen schüren. Unter dem König Ahab im Nordreich verschärft sich die Situation. Ahab heiratet Isabel, eine Phönizierin. Er baut Baal einen Tempel und immer mehr Menschen folgen dem Baalskult. Ahab und seine Frau beziehen deutlich Position gegen die Israeliten und ihren Glauben und scheuen auch vor Gewalt nicht zurück. Die Lage verschlimmert sich noch durch eine Dürre, ein Ereignis, das in der Antike immer als eine göttliche Strafe angesehen wurde. Inmitten dieser Ereignisse nun taucht plötzlich der Prophet Elia auf. Er tritt vor den König und das Volk. Er erhebt seine Stimme und bekennt sich zum lebendigen Gott Israels. Er sagt: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll in diesem Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Damit steht Elia ein für Jahwe, der Himmel und Erde geschaffen hat und der Lenker der Geschichte ist. Für den Gott Mose,
der aus der Knechtschaft befreite, durch die Wüste führte und seine Verheißungen wahrmachte. Für den Gott, der bei seinen Menschen immer mehr in Vergessenheit gerät und auch massiv bekämpft wird. Und so steht Elia vor dem König und vor dem Volk und ruft sie zur Besinnung und Rechenschaft auf. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Prophet nicht nur die alten Überlieferungen und Erzählungen weitergibt, sondern öffentlich die Politik eines Königs anprangert. Später werden andere Propheten kommen und das Gleiche tun. Elia spricht ein deutliches Wort. In einer Zeit der gewaltsamen Auseinandersetzungen, des sozialen Unfriedens, in einer Zeit der großen Not. Ich denke an die Fernsehbilder, die aus dem Norden unseres Landes übertragen wurden. Wer hofft nicht auf solch starke prophetische Stimmen, die den Herrschenden und dem Volk bewusst machen, wem gegenüber sie verantwortlich sind, ihrem Schöpfer gegenüber und ihren Mitmenschen gegenüber, die dem Chaos Einhalt gebieten, die zur Umkehr rufen und mit anderen die eigentlichen Probleme angehen und versuchen zu bewältigen, die vereinigen, nicht spalten, die den Frieden wollen und nicht die Anarchie. Noch sind es vereinzelte Stimmen, liebe Gemeinde, die Sie vielleicht auch schon gehört haben, doch sie mehren sich und werden lauter. Ich höre sie in dem Nein derer, die eine Menschenkette vor einer Shopping-Mall bilden, um sie zu schützen, oder dem Nein der Taxifahrer, die mit Straßenblockaden versuchen, den tobenden Mob aufzuhalten. Ich höre diese Stimmen ganz deutlich aus den Stellungnahmen der Kirchen, ganz unterschiedlicher Denominationen, die zur Einsicht rufen und die gleichermaßen Verständnis für die Not der Menschen äußern. Wohlgemerkt Verständnis für die Not, nicht für Gewalt und Zerstörungswut. Und da sind die vielen Menschen, die ihre Klagen und Bitten vor Gott laut werden lassen. Die beten in allen Sprachen. Die beten, wie es vermutlich auch Elia getan hat. Denn er steht ja nicht nur vor dem König und dem Volk, er steht, wie er sagt, vor dem lebendigen Gott. Zurück zu ihm. Elia ist kein Supermann, mit dem man alles plötzlich zum Guten wendet. Im Gegenteil, Ahab trachtet ihm nach dem Leben. Und Gott weiß darum und zeigt ihm einen Zufluchtsort am Bach Krit in der Nähe des Jordan. Dort muss Elia ausharren. Es ist kein Schlaraffenland. Im Gegenteil. Elia muss lernen, dass auch er auf die Barmherzigkeit und Gnade Gottes angewiesen ist. Er hat Wasser, das er trinken kann, auf dem Bach Krit. Aber Nahrung, die kommt von Raben. Die kann er sich nicht allein besorgen. Fast wie im Märchen. Es ist keins. Und wir ahnen, was hinter der Geschichte steckt. Jeden Tag neu muss Elia vertrauen lernen, dass er Kraft von oben bekommt. Vielleicht, liebe Gemeinde, ist das die Herausforderung, die wir auch neu annehmen müssen, gerade in dieser Zeit. Annehmen und hoffen, dass wir wie Elia versorgt werden. Vertrauen, dass sich auch das an uns erfüllt, was Dietrich Bonhoeffer erlebt hat, als er sagte: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er ergibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Ich sehe die vielen Notleidenden vor mir. Jung, alt, stark, schwach, schwarz und weiß. Und wie sie ausharren an einem Wendepunkt ihres Lebens, auf sich geworfen und doch unter der Gnade Gottes. Mögen sich ihre Stimmen laut oder leise vereinen und mögen sie im Himmel zu hören sein und auf Erden, wenn sie sagen, Kyrie eleison. Als der Bach wegen der Dürre austrocknet, schickt Gott Elia nochmal auf den Weg, vom Alleinsein in die Beziehung. Er wird zu einer Witwe in der Stadt Zarphat geführt. Sie ist eine Fremde, eine Phönizierin.
Elia bittet sie um Wasser und Brot. Letzteres kann sie ihm nicht geben. Die Not ist zu groß in ihrem Haus. Sie selbst ist am Ende ihrer Kräfte. Es fehlt ihr das Nötigste, um sich und ihr Kind, ihrem Sohn, zu versorgen. Und sie ist so weit, dass sie bereit ist, zu sterben. Die Verzweiflung ist zu groß. Mit dem Tod würde Friede sein. Gott weiß darum, aber er steht für das Leben. Und er lässt seinen Boten die stärksten Worte sprechen, die er für seine Menschen hat. Fürchte dich nicht. Worte, die Gott immer wieder sagen lässt, durch Propheten und später durch seinen Sohn, Jesus Christus, der menschliches Leben und Leid geteilt hat. Fürchte dich nicht. So erhebt Gott seine Stimme in der Not. So sagt Elia zur Witwe: Fürchte dich nicht, Gott wird für dich sorgen. Vertraue, meint er, und sie vertraut dem ihr bis dahin noch fremden Gott. Und ihre Vorräte vermehren sich und die Not wird gelindert. Sie kann das Leben noch einmal wagen. Beide, Elia und die fremde Witwe, erfahren, dass Gott sorgt, dass er sieht und Nahrung bereithält für den Körper und für die Seele. Zurück zu uns. Lasst uns achtsam sein und lasst uns fragen, in welcher Situation bin ich gefordert, für den lebendigen Gott einzustehen, mit meinen Worten und mit meinen Händen. Zu wem führt mich Gott in den kommenden Tagen und Wochen? Wessen Leid soll ich mittragen? An wessen Seite sitzen oder stehen und mitrufen: Kyrie eleison? Zu wem schickt mich Gott mit der Botschaft: Fürchte dich nicht? Und von wem erreicht mich selbst die Botschaft: Hab keine Angst? Diese Botschaft brauchen wir alle. Mit wem kann ich teilen, essen und trinken, Schmerz und Zuversicht, Arbeit und Zukunft? Mögen wir achtsam sein. Und möge sich die Geschichte Elias unter uns und mit uns wiederholen, immer wieder, auf dem Land und in der Stadt. Mögen wir aufmerksam sein für die rechten Worte und auch selbst nach den rechten Worten suchen und sie furchtlos aussprechen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Mögen wir allein oder auch mit anderen gemeinsam beten. Mögen wir vertrauensvoll in allen Herausforderungen, die vor uns liegen, ausharren, ohne zu resignieren. Mögen wir Hilfe anbieten, aber auch Hilfe annehmen. Und alle erfahren, was Gott in Jesus Christus uns hat sagen lassen: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lasse, denn er ist nicht vor.
beten. Lebendiger Gott, zu dir rufen wir in unserer Traurigkeit und Sorge. In Gedanken bringen wir all die mit, die von den gewaltsamen Ausschreitungen und Plünderungen in KwaZulu-Natal betroffen sind und die um ihr Leben, ihre Existenz und ihre Zukunft bangen. Wir bitten dich, stehe ihnen zur Seite. Lass sie Halt finden in dir und in anderen Menschen. Erfülle sie mit deinem Geist, leite ihre Gedanken und lass sie handeln mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir denken an alle, die unermüdlich für ihre Nächsten da sind, an das Personal in den Kliniken, in den Alters- und Kinderheimen. Wir denken an die Polizisten und Rettungskräfte und alle, die nach ihren oft ganz bescheidenen Möglichkeiten und Kräften versuchen zu helfen. Wir bitten dich, lass diese Menschen nicht mutlos werden. Lass sie Unterstützung finden. Sei ihre Zuflucht. Wir denken auch an die Unruhestifter und bitten dich, berufe unter ihnen starke Leader und Friedensstifter. Lass sie zur Einsicht kommen, dass Gewalt keine Lösung für die sozialen und politischen Probleme für unser Land ist, sondern Leid nur noch vermehrt. Wir denken an die Mächtigen und Einflussreichen. Wir bitten dich, schenke ihnen Weisheit und Mut, furchtlos für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Stärke Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit. Wecke in ihnen die Verantwortung für den Schutz aller Menschen und hilf, dass sie dieser Verantwortung gewissenhaft nachkommen. Lebendiger Gott, lass dein Wort, deine Liebe und deine Gnade unter uns mächtig werden, damit Wut und Hass ein Ende haben. Ebne uns einen Weg der Umkehr und des Neubeginns. Nimm uns in deinen Dienst. Hilf uns, das zu tun, was jetzt nötig und was jetzt möglich ist. Wir dürfen beten, wie es uns dein Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Gott allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und behüte uns. Begleite du uns mit deiner Liebe, die uns trägt und fordert. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, denn deine Güte schafft neues Leben. Wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Heil. Lege deinen Namen auf uns und wir sind gesegnet. Amen.